Ich sag hello again. Wir sind im Gesundbrunnencenter, unten im Keller, an einem ganz kleinen meiner Lieblingsorte. Gesundbrunnencenter ist natürlich logisch, das ist ja mehr oder weniger sowieso morbid, zumal wir ja alle vermittelt werden. Hier gibt es eine kleine Dependance von einem türkischen Café, das La Femme heißt. Das ist gegenüber, auf der anderen Seite vom Gesundbrunnencenter, ein großes, da gehen wir auch noch hin. Und die haben jetzt hier so einen kleinen Stand gemacht. Und ganz schön finde ich, dass es eigentlich nur türkische Sachen gibt. Es gibt türkischen Kaffee, es gibt ein Limonadengetränk, das heißt Salep. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Inzwischen haben sie so eine ganz kleine Ecke, wo man auch eine Flasche Cola kaufen kann. Dazu gibt es, das hier zu sehen, türkisches kleine Spezialitäten, Gebäck, kleine Küchlein und auch ein bisschen Brot mit Käse oder Wurst. Was mir halt gefällt, ist kein Cappuccino, kein Kaffeelatte, kein Espresso, sondern hier ist türkisch. Und der Tee heißt wie im Russischen Chai. Hier gehe ich sehr, sehr gerne hin, zumal ihr auch gleich sehen werdet, warum, weil es mit sehr viel Liebe zubereitet wird. Und außerdem gucke ich, wenn ich hier sitze, in einen Garten. Also aufgekochter Kaffee und nicht gefiltert und nicht French Pressing und nicht durch die Maschine, sondern in kleinen Kännchen aufgekocht. Prost! Schön heiß! Der einzige Haken an dieser Geschichte hier ist, heute ist es Gott sei Dank schön leise, weil wir auch noch relativ früh oder später sind, weiß ich nicht. Da ist der Spielplatz dieses Gesundbrunnencenters normalerweise überhäuft von Tonnen von Kindern und Müttern, die sich um nichts kümmern. Eine tierische Krach und für so einen alten Mann wie mich, der hierher kommt und seinen Kaffee trinken möchte und Zeitung lesen möchte, ist das natürlich gar nichts. Da bin ich dann schon Rentner und muss es ertragen.